Wer verbraucht echt mehr Strom? Sie oder der Herr Berse? Das müssten wir mal miteinander diskutieren. Strom wird immer knapper. Aber damit er knapp wird und kein Notstand entsteht, müssen wir jetzt alle zusammenarbeiten und Strom sparen. Was wäre aber, wenn es wirklich knapp wird? Dann müssen Entscheidungen getroffen werden. Und welche Entscheidungen unsere Bundesrätin trifft, das fragen wir sie. Frau Bundesrätin Sommaruga, für welche Sachen würden Sie sich entscheiden? Kalt duschen oder kalt essen? Kalt essen, aber gut essen. Handy laden oder Laptop laden? Handy laden, das langt für vieles. Im Dunkeln essen oder ungeheizt essen? Im Dunkeln mit einer Kerze. Touché. Wenn es dann ein bisschen frischer wird im Winter, tendieren Sie eher zu Wollsocken oder Wärmflaschen? Ich habe Wollsocken daheim und ich habe sie gerne an. Und Wärmflaschen kann ich auch darauf verzichten. Man ist ja auch nicht immer allein im Bett und dann kann man so sich auch gegenseitig warm geben. Geschirrspüler oder Waschmaschine? Also wenn man Geschirrspüler wirklich füllt, bevor man es braucht und die Waschmaschine wirklich füllt, dann wird es für beides Platz haben. Wenn alle mithelfen, dann reicht es für alle. Und darum mache ich jetzt mal das Handy aus und die Kamera auch. Kannst abschalten, können wir Strom sparen.